Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift 2 Unleashed, wo wir heute weitermachen mit der Modern A-Meisterschaft, also eine weitere Meisterschaft, die ansteht. Und leider muss ich euch vorab bei diesem Part eine Beichte leisten, denn das Bildmaterial, was ihr gerade seht, ist nicht live von mir ausgenommen, sondern ja, habe ich schon gespielt. Allerdings ist das komplette Audiomaterial dazu nicht aufgezeichnet worden, was einfach daran lag, dass durch das Update von Windows 8 auf Windows 10 ja, mein Mikrofon einfach nicht mehr aufgezeichnet wurde. Von dem her synchronisiere ich jetzt nur diese Folge. Bei Need for Speed betrifft das nach. Ab der nächsten Folge habt ihr wieder Live-Commentary, aber eben die Modern A-Meisterschaft. Da wurde meine Stimme komplett nicht aufgezeichnet. Wir bauen auf jeden Fall für stolze 90.000 Dollar und ein bisschen Aufpreis unseren Lamborghini Reventor, den wir sehr lange in der Modern A benutzt haben. Ja, mit dem Werksumbau-Kit nochmal ordentlich aus, dass der uns hier wirklich hilft. Ist jetzt A2131 mit 356 Stundenkilometer. Und ich dachte mir, wenn wir ihn schon so aufmöbeln vom Tuning her, können wir dem auch nochmal eine neue Optik verleihen. Und ich fand hier das Schwarz ganz geil. Ist nicht so anders als unser Look vorher. Aber für das Dekor Nummer 4 kann ich euch ja schon mal spoilern, habe ich mich dann entschieden. Jo, mit dem Lamborghini Reventor, die Modern A-Meisterschaft, vor der hatte ich schon Respekt. Das kann man nicht anders sagen, 1,3 Millionen ist das gute Stück wert. Wir haben auch nur 695.000, also da haben wir wieder ordentlich Kohle verpulvert, aber für die Modern A kann man das ruhig mal investieren. So, Einzelschaurennen haben wir alles gemacht, die Ligameisterschaft steht an. So, und da haben wir drei Abschnitte und der erste ist Hockenheimring, national 4 Runden, 15.000 Dollar. Ich dachte eigentlich erst hier, weil wir keinen Einsprachtext hatten, wir haben keinen Konkurrenten hier gehabt. Allerdings gab es doch einen Konkurrenten und ihr seht schon, Hockenheimring ist nicht die einzige Strecke natürlich hier, sondern wir werden auch nochmal Bekanntschaft mit der Nordschleife machen dürfen. Aber erstes Rennen ist eben der Hockenheimring. Jo, also mit einem richtig gut getunten Lamborghini Reventor mit Werksumbau dürften wir auch recht prominente Gegner hier haben. Auf dem Hockenheimring. Okay, es ist soweit. Der Traum jedes Fahrers. Und Jamie Sumo Power GTR könnte dir gehören. Lass dir das nicht entgehen. Jamie Sumo Powers GTR. Ja, das ist unser Gegner hier, unser Rivale. 3, 2, 1 und los. Und das ist der Herr mit dem Nissan GTR da, den wir gleich mal richtig schön stehen lassen. Jamie Campbell Walter. Und da kommt eine Mechanik zu tragen, die ich nicht so glücklich finde diesen Spiel hier. Also das haben wir schon in den letzten beobachtet. Wenn man seinen Wagen jetzt krass für die Klasse hochtunt, dann gehen automatisch die Wagen aller Konkurrenten, werden auch mitgetunt. Aber der Rivale bleibt immer auf dem gleichen Niveau. Also wenn man jetzt ein ganz scheiß Auto nimmt, hat man überhaupt gar keine Chance gegen den Rivalen. Wenn man aber so wie wir den Reventor richtig krass hochtunt, dann werden alle anderen 11 Gegner stark. Oder 10 Gegner werden stark, nur der Rivale, der ist ganz schwach. Startet zweimal vorne, aber der Jamie Campbell Walker hat mit der Power seines GTR hier natürlich keine Chance gegen die ganzen Lamborghini, Pagani oder den Bugatti, den wir da gerade vor uns haben. Und das ist natürlich nicht so super. Da wollte ich kurz mal zeigen, wie unser Reventor überhaupt aussieht, damit ihr das nochmal vor Augen habt. Naja, auf jeden Fall merken wir schon, 4 Runden hier, das ist ziemlich kurz. Die Runden kriegt man schnell rum. Und eigentlich sollte auch eine gute Platzierung machbar sein. Der Reventor ließ sich schon sehr gut lenken, also kommentiere das jetzt ja nach, deswegen kann ich nicht das ultimative Lenkgefühl beschreiben, aber war schon oder ist schon kein schlechter Wagen, den wir uns da ausgesucht haben, das definitiv nicht. Und hier gehen wir auch gleich am guten Dennis Arnau und seinem roten Bugatti vorbei und sichern uns Platz 1 und unterbieten die Rundenzeit 1,38 auch gleich mal gelinde um 11 Sekunden. Also das kann sich definitiv sehen lassen und ihr seht, Beschleunigung ist auch immens bei dem Ding, aber hier für die Kurve müssen wir natürlich ordentlich runtergehen vom Speed her. Aber so um 1,20 rum sind die Runden hier schon machbar und das sind natürlich sehr, sehr kurze Rundenzeiten. Von dem her bin ich da ganz froh, dass die Modern A-Meisterschaft doch nicht so ellenlang ist, wie zum Beispiel die Muscle-Meisterschaft, aber ja, jetzt wo ich hier gerade diese Folge nachkommentiere, freue ich mich schon auf die nächste live kommentierte Folge, denn ihr werdet es wissen, dann stehen die oder steht die Ausdauermeisterschaft an und wo wir gerade darüber uns freuen, dass die Modern A nicht so lang ist, die Ausdauermeisterschaft ist dafür umso länger. Und ja,
Ich habe ja schon mal nachgeguckt, welche Strecken wir da fahren. Es ist nur eine Strecke. Das könnte man jetzt denken, ist gut. Am Ende dieser Folge gucken wir das auch nochmal kurz an. Und ja, dann werdet ihr sehen, ob das gut ist, dass wir nur eine Strecke fahren. Das wird auf jeden Fall krass in der nächsten Folge. Und dazu haben wir dann auch wieder das bewegte Live-Bild. Ja, da haben wir einen mitbekommen. Einen kleinen Rummer. Vom guten Ian Bell. So, nochmal eine 1:26.103, aber Ian Bell 3 Sekunden schneller in seinem weißen Pagani. Der avanciert jetzt hier zu unserem Konkurrenten Number One. Aber eigentlich müssen wir nur noch die Führung verteidigen. Die Idealen, die haben wir, by the way, eben gerade gemeistert. Drei Kurven jetzt noch nicht gemeistert, aber wichtiger ist halt erstmal wirklich, dass wir gegenüber Ian Bell diesen knappen Vorsprung verteidigen. So, hier nochmal ums Körfchen. Oh, da hängen uns aber doch einige Kollegen am Arsch. Das ist natürlich nicht nach meinem Sinne, aber man kann sich ändern. So, die Kurve jetzt mal gemeistert. Hier wahrscheinlich noch ein bisschen weit draußen und da seht ihr ihn auch direkt im Rückspiegel. Der lässt hier nichts unversucht, um uns abzufangen vom Sieg, aber wäre natürlich eine solide Grundlage. Jamie Campbell-Walters hat hier natürlich nichts mit dem Sieg zu tun. Die einzige Relevanz, die der Kollege spielt, ist einfach, dass wir seinen Wagen gewinnen, wenn wir hier siegen sollten. Ansonsten hat er natürlich keine Chance gegen die anderen Wagen mit seinem Wagen, weil, wie gesagt, der Rivalenwagen sich nicht an der Stärke unseres Wagen orientiert, was einerseits gut sein kann, wenn wir ihn richtig krass tun, einerseits scheiße sein kann, wenn wir einen schwachen Wagen nehmen, alle anderen einen schwachen Wagen haben, nur der Rivale einfach übertrieben gut ist. Auf jeden Fall holen wir uns hier die schnellste Rennrunde zurück. Kurzzeitig jedenfalls. Eben hatten wir eine 1:22.884. Steve Wildjöring hat jetzt eine 1:22.744 draus gemacht, also die nochmal geknackt. Aber der gute Herr ist doch noch weit genug von der Spitze entfernt. So, jetzt kann man glaube ich schon mit dem Angriff vom guten Ian Bell rechnen. Der ist direkt uns am Arsch ankleben. Das heißt, so weit innen wie möglich fahren, Kampflinie fahren, die Tür einfach zumachen, dann sollte da eigentlich nichts mehr anbrennen. Aber ihr merkt, der Konjunktiv, man weiß es halt nicht. So, jetzt hier nochmal solide anbremsen, diese Kurve. Ein bisschen Glück meistern wir die jetzt auch, jawohl. Sehr schön. Und unser Konkurrent im weißen Pagani und wir haben uns auch ein wenig vom Hauptfeld schon abgesetzt. Das ist positiv zu vermerken. Und gleich sollten wir dann auch hier den Sieg am Hockenheimring mit unserem werksumgebauten Lamborghini Aventador einschieben können, wenn es gut läuft. Und momentan läuft es ja nicht so schlecht. Jo, die Kurve auch noch gemeistert, damit auch noch das Abzeichen auf Hockenheim hier geholt und ab durch die Mitte. Das sollte der Sieg für uns sein. Wow, den hast du mal richtig gezeigt. Platz 1, wir haben gewonnen. Jo. Platz 1 ist natürlich der Auftakt, den wir wollten. Anders kann man das nicht sagen. $15.000, die nehmen wir auch gerne mit, wo wir gerade 90.000 und mehr am Umbau des Reventor gelassen haben. Und die zweite Strecke, wir bleiben in Deutschland bei der Modern A-Meisterschaft, ist der Nürburgring Sprint. Auch hier 4 Runden, auch hier relativ kurze Runden. Auch hier hoffentlich ein Sieg. Wir können das hier gewinnen. Sieg. Okay, ich sag dir, wenn Grün kommt. Ja, wenn Grün kommt, können wir meistens selber ermessen, aber damit das Audiomaterial synchron ist, werde ich auch gleich nochmal die Ampeln synchronisieren. 2, 1, 0. Damit wenigstens, wenn schon nachkommentiert ist, es parallel zum Bildmaterial ist. So, wir gehen gleich mal in die Spitze. Ihr seht Jamie Campbell-Walker da in seinem Walter, in seinem Nissan. Der wird gleich mal kassiert am Start. Obwohl er immer vorne startet. Aber das war jetzt natürlich nicht der Auftakt, den man sich wünscht. Da drehen wir nochmal ein Pagani. Aber den Dennis Arnau haben wir es zwar ziemlich gegeben, aber ansonsten haben wir jetzt erstmal einen herben Rückschlag erleiden müssen, denn gleich mal 10. von 12, da werden wir das Feld doch von hinten aufrollen müssen. Ihr seht hier durchaus hohe Prominenz im Feld, also McLaren, Pagani, Zonder R sehe ich da. Der McLaren sieht zwar hier im Spiel scheiße aus, aber ich habe letztens mal einen hier in der Stadt gesehen, der ein bisschen gepostet hat. Mit so einem McLaren MP4 schieß mich tot. Und der sieht tatsächlich ganz geil aus. Also im Straßenverkehr so. Natürlich würden die anderen Karren hier noch geiler aussehen, aber
so kacke, wie ich den hier irgendwie meistens finde, den McLaren, weil er einfach nicht so gut ist, sieht er echt nicht aus. Also, das mal so als kleiner Exkurs am Jungfernstieg hier schön in Hamburg. Ist da mal ein Kollege mit vorgefahren. Sowieso da irgendwie verbreitet, dass man seine Schlitten da immer wieder hoch und runter kutschiert. Und schön die Leute das sehen. Ich würde ihn hier auf der Autobahn ein bisschen auslassen, aber gut, das muss jeder selber wissen. Ich nehme hier die Abkürzung in Kauf, auf jeden Fall, denn wir sind auf Platz 9 zurückgefallen, vorgefahren, wie man es will. Und Dennis Arnau hat trotz unseres Drehers am Anfang die schnellste Rennrunde rausgeholt. Also der hat sich besser davon erholt, der Mann im roten Bugatti. Und versuchen jetzt hier Platz um Platz gut zu machen und sind schon mal auf Platz 6 vorgekommen. Das freut auch die Gemüter, aber so richtig laufen und tut es hier trotz allem noch nicht am Nürburgring. Muss natürlich aufpassen, bei 3 Rennen darf man sich eigentlich keine schlechte Platzierung erlauben, wenn man hier insgesamt gewinnen will. Und das wollen wir natürlich. Von daher gilt es jetzt mal die Handbremse zu lösen und richtig durchzuziehen und Gas zu geben. 6. von 12, Jim Frischkorn ist unser nächster Kontrahent. Und Ian Bell liegt auch noch deutlich vor uns. Das heißt, ja, der wird auch ordentlich gut machen auf uns. Alles nicht so wirklich gut. So, hier wieder einen kleinen Ausweg genommen. Und die Gegner sind hier schon gut. Also die KI ist wirklich nicht schlecht. Von dem her auch mit einem krass aufgetunten Reventon müssen wir da gucken, dass wir doch aufholen. Und hier habt ihr schon gesehen, bin ich ultra ins Rutschen gekommen. Glück, dass da die Kurve kam. Ansonsten, wenn ich gerade weitergegangen wäre, wäre es, glaube ich, böse geendet. So, Dennis Arnau packt nochmal 5 Sekunden auf seine beste Rennrunde drauf. Wir knacken die aber mit einer 1:21.572. So, und sollten jetzt auch schon Jim Frischkorn angreifen können. Jo, klassisch ausgebremst. So, reicht das auch für Steve Vollmer? Nee, der hat den baugleichen Wagen wie wir und kontert unseren Angriff. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir tatsächlich 2 Lamborghini Reventor vor uns liegen. Wenn man da ein bisschen weiter nach vorne loopt, wer sind die beiden? Natürlich ganz vorne sind Ian Bell und ja, der gute Dennis Arnau. Heißt natürlich, die eben gerade gut platziert sind, sind auch jetzt wieder gut platziert. Das heißt, es wird auf einen Showdown wohl herauslaufen im letzten Rennen, weil 1,5 Runden haben wir nur noch. Wird schwer, an die beiden da vorne ranzukommen. Aber gut. Versuchen wir erstmal das Podium von Alex Garton zu erobern. Das dürfte auch nicht gerade einfach werden. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben. Gar keine Frage. Hier leicht den Curb wieder mitgenommen. Das ist ja immer so ein kleines Glücksspiel. Ordentlich durchgeschüttelt. Also richtig viel Risikobegrenzung können wir nicht machen. Letzte Runde immer noch gut 4-5 Sekunden, die die Führenden auf uns Puffer haben. Das wird schwer aufholen zu sein. So, wir fahren nochmal eine halbe Sekunde schneller diese Runde. Aber mehr als Platz 3 wird es wohl nicht mehr reichen. So, Alex Garton kassieren wir erstmal. Und mit ein bisschen Glück könnten wir noch zumindest an den weißen Pagani in Ian Bell rankommen. Naja, jetzt ist nur nicht übertreiben, sondern versuchen schön das Rennen durchzuziehen, die eigene Linie zu fahren. 85 Hundertstel dahinter. Da waren wir schon ganz nah dran. So, jetzt Vollgas. Ja, außen, innen. Am besten innen. Oh, und da ist der Dreher. Oh, wieder mal zu viel gewollt. Jetzt fallen wir auf Platz 6 zurück. Das ist natürlich richtig scheiße. Kam von Platz 2 und jetzt auf Platz 6 zurückgefallen. Und das ist auch für die Gesamtwertung natürlich echt ungünstig. Letzte Runde, also viel Zeit zur Kompensation haben wir nicht mehr. Ja, mal sehen, was wir hier noch so rausholen können. So, an der Stelle habe ich hier einfach die Abkürzung in Kauf genommen. Wenn es die zweite Verwarnung ist, aber wir brauchen einfach noch ein paar Pünktchen. So, den einen Reventor lasse ich noch außen. Den Steve Vollmer, aber Alex Garton holen wir dann doch nicht mehr. Also es ist Platz 4 am Ende nur. Mach dir keinen Kopf. Nächstes Mal klappt's. Tja, es muss nächstes Mal klappen, so einfach ist das. Denn ansonsten haben wir wirklich schlechte Karten hier auf den Gewinn der Modern A-Meisterschaft.
Auch das Geld ist jetzt natürlich bei 15.000, die wir hätten gewinnen können, mit 2.000 nicht gerade viel. Aber gut, das letzte Rennen wird entscheiden müssen und es ist die allseits beliebte Nordschleife. Eine Runde, dafür ist diese Runde natürlich 20 Kilometer lang. Ja, richtig übel. Ein absolutes Drecksrennen. Ich sag dir, wenn das grüne Licht da ist, mach dich bereit und gib alles. Und wir werden jetzt natürlich unsere beiden Konkurrenten Ian Bell und Dennis Arnau genau im Auge behalten müssen, denn gegebenenfalls reicht ein erster Platz gar nicht von uns. Mal sehen. Eins und los. Ja, das Licht ist grün. Unser Blick ist rot. So, der Jamie Campbell Walker hält da mal nochmal ganz schön den roten Bugatti auf. Das ist unsere Chance durchzustechen, jawohl. Sehr schön. So, Kollege, dann lass uns mal vorbei. Wir sehen hier schon, der Topspeed von uns ist einfach immens im Vergleich zum Kollegen. So, mal sehen, wie lange der sich auf Platz 2 hält, der gute Jamie. Ach, da wurde er schon überholt. Nee, hat er sich wieder vorgesetzt. Gerade dem Bugatti wird er natürlich hier gleich auf den geraden Passagen richtig Zeit kosten. Weil der Bugatti natürlich einen krassen Geschwindigkeitsüberschuss hat. Naja, jetzt seht ihr, Ian Bell ist schon vorbei. In seinem weißen Pagani, aber gut. Naja, ich kann es jetzt mal auflösen. Wow, kleiner Lag. Die Nordschleife, ja, werden wir in der nächsten Folge noch mehr sehen, denn in der nächsten Folge fahren wir die Ausdauermeisterschaft und die setze ich aus. Zwei Rennen auf der Nordschleife zusammen, jeweils 5 Runden. Also das, was wir hier gerade erleben, darf ich dann 10-mal durchexerzieren in der Ausdauermeisterschaft. Die werden wir natürlich auf 2 Folgen aufteilen. Ja, und da ich das hier gerade nachsynchronisiere, ich habe mir schon den Plan überlegt, ich habe es noch nicht aufgenommen. Die Ausdauermeisterschaft, dafür brauche ich Kraft, dafür brauche ich Zeit und ein schönes Wochenende. Ein Kamillentee. Nein, aber die Überlegung ist, dass ich das erste Ausdauerrennen, die ersten 5 Runden auf der Nordschleife, weil es ja zweimal exakt das gleiche Rennen ist. Also es ist wirklich zweimal exakt die gleiche Strecke, eben nur 5 Runden jeweils, also unterteilt. Das erste Rennen werde ich so machen wie bei den regulären Ausdauerrennen im Let's Play. Da werde ich euch die erste Runde zeigen, dann Zwischenstand geben, wie steht und euch auf die letzte Runde mitnehmen. Und das zweite Ausdauerrennen auf der Nordschleife, das werde ich tatsächlich in voller Länge machen. Davor habe ich auch schon richtig Angst, ey. Weil man sich natürlich, wenn man nicht kommentiert, deutlich besser konzentrieren kann, als wenn man die ganze Zeit kommentiert, dann ist auch der Adrenalinpegel irgendwie höher, als zu verkacken. Naja, also auf jeden Fall könnt ihr euch mal auf die nächsten beiden Folgen freuen. Hier halten wir jetzt noch erstmal ganz gut unsere Führung vor Ian Bell auf der Nordschleife. Und ja, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, welchen Wagen wir für die Nordschleife nehmen werden. Bei der Ausdauer. Also hier haben wir uns ja für den Reventor entschieden, aber ich glaube, aufgrund der vielen Speedpassagen, das habe ich auch hier ein bisschen im Rennen gemerkt, ist der Reventor nicht ganz so geeignet, weil er natürlich nicht so die kranke Power hat. Also da wird es wahrscheinlich schon unser Bugatti Veyron, den wir auch schon käuflich erworben haben, richten müssen in der Ausdauer, damit die Rennen einfach auch nicht so lange dauern. Also ich würde mal so sagen, auf die 20 Kilometer braucht der Reventor im Vergleich zum Veyron nochmal so eine halbe Minute länger. Das rechnen wir mal auf 5 Runden hoch. Dann bist du schon mit dem Bugatti, wenn es gut läuft, 3 Minuten schneller durch. Naja, also das ist so die Überlegung, die dahinter stand. Ihr seht, Ian Bell kommt uns hier schon gefährlich nahe. Der Junge will es wirklich wissen. Aber gut. Wir versuchen mit Mann und Maus zu verteidigen, was wir haben. Ist bis jetzt eine relativ fehlerlose Leistung. Das war knapp. Aber wir sind ja auch erst gut zur Hälfte durch. Diese Speed-Passagen hier, da ist man echt halt immer übelst fehleranfällig. So, ihr seht, da hinter uns tummeln sich auch ziemlich viele Wagen. Also, der Bugatti ist da auch immer noch fett im Geschäft. Dennis Arnau, boah, fast der Dreher, haben wir noch gut retten können. Möglicherweise rettet uns hier jetzt die Kurve. Schön weit innen bleiben, Kampflinie, ihr wisst ja, wie es läuft. Und jetzt hier dieses berühmt-berüchtigte Karussell in der grünen Hölle. Ist echt nur 1-2 Zehntel hinter uns, der gute Ian. Der kennt da wirklich nichts. Aber noch können wir diesen Vorsprung, wenn er auch noch so klein ist, einigermaßen gut verteidigen. Das schon. So. Ja.
Jetzt ist Alex Grantor nach vorne gefahren. Das ist natürlich gut für uns. Wenn der dem guten Ian Bell und Dennis Arnau ein wenig die Punkte klaut, denn wie gesagt, durch unseren vierten Platz eben sind wir immer noch eigentlich nicht mal durch einen Sieg komplett sicher, hier die Gesamtwertung mitzunehmen. Aber wenn jetzt der gute Alex Garton da wirklich Platz 2 besetzt sozusagen und den anderen den Platz wegnimmt, dann sieht das schon gut aus für uns. Diese Passage hier ist eine der harmlosesten auf der Nordscheibe, finde ich, weil hier noch recht viele Kurven sind. Aber ja, die Geraden, wenn man sich da einmal vertut, auch mit dem Bugatti Veyron, da habe ich halt so Schiss beim Ausdauerrennen vor. Dann kannst du auch in der fünften Runde irgendwie auf so einer Speedpassage hängen bleiben. Wenn du dann in die Wand fährst, dann sind die Reifen halt ab, dann ist der Wagen Schrott und dann überholen dich halt alle. Die KI fährt halt viel konstanter als ich und tja, wenn ich versuche konstant zu fahren, fahre ich langsamer als die KI. Also auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem wir jetzt momentan spielen, wir spielen natürlich auch mit vollem Schaden und einem hohen Schwierigkeitsgrad, von dem her denke ich mal, wird die die Ausdauermeisterschaft die größte Herausforderung bisher im Spiel für uns. So rum. Kann man sagen. Und jetzt haben wir drei Kollegen am Arsch, die jetzt gleich auch nicht Druck machen werden. Und hier kommt ja auch gleich die lange Gerade und dann eigentlich fast schon die Zielgerade. Und hier könnt ihr auch gleich mal sehen, warum ich für die Ausdauermeisterschaft definitiv den Bugatti Veyron nehmen werde. Sieht man hier, glaube ich, gleich ganz schön. Denn auf der Gerade nimmt der Veyron eigentlich einfach richtig Speed den anderen weg. Also die Gerade ist ja hier so 20-30 Sekunden und wenn beim Reventor irgendwie einfach bei 360 Schluss ist, geht der Bugatti halt noch auf, weiß nicht, 380 hoch oder an die 400 sogar. Das geht hier leicht bergauf, deswegen nicht, aber da seht ihr es, wie der gute Dennis Arnau da aufholt. Und deswegen aus dieser Erfahrung raus, von dieser einen Runde Nordschleife, werde ich für 5 Runden Nordschleife definitiv, boah, einen werksumgebauten Veyron mitnehmen. So, da ist er direkt neben uns, der kleine Sack. Dennis Arnau will uns den Sieg verhauen. Boah, krass. Und da haben wir eben, glaube ich, eher den zweiten Platz verhauen. Liegen noch in Führung. So, jetzt innen bleiben. Der dreckige Hurensohn. Boah, sorry für diese Ausdrucksweise, aber das war mega knapp. Aber wir gewinnen. Die dritte Etappe der Modern A. Setzen uns gegen unsere Konkurrenten durch. Gegen den guten Dennis Arnau und Ian Bell auch. Und damit sollte das eigentlich auch der Gesamtsieg sein. 15.000 gibt es nochmal, 6,47 haben wir gebraucht in der Gesamtzeit. So, zeig mal her. Jo, du hast Jamie Campbell-Walker besiegt und die Modern A-Meisterschaft gewonnen. Du bist Modern Straßenfahrzeuge-Champion. Bonuswagen Nissan GT-R Spec R35 GCV Edition aus dem Jahr 2009. 50.000 gibt es drauf. Modern A-Ligameisterschaft. Erreiche eine Podiumsplatzierung. Das Abzeichen kriegen wir auch noch mit. Sehr, sehr schön. Hockenheimring, National Master, Meister alle Kurven, ein Abzeichen, sehr gut. Und dann auch noch besiege Jamie Campbell-Walter in der Kategorie Modern A-Ligameisterschaft und die Podiumsplatzierung. War jetzt auch nicht allzu schwer, den guten Mann zu besiegen, muss man so sagen. Tja, damit haben wir die Modern A-Meisterschaft auch abgeschlossen. $800.000 haben wir jetzt und ja, habe ich ja nochmal nachguckt. Serienplatzierung war tatsächlich auch eins, also nicht nur Podiumsplatzierung, sondern auch erste in der Serie. Und dann habe ich jetzt mal im Ausdauermodus nachgeguckt. Tommy Milner wird heute mit seinem Ray Hall Leatherman BMW M3 dabei sein. Gewinn das Rennen. Und dieser fantastische Wagen gehört zu deiner Kollektion. Ja, gewinn die beiden Rennen wohl, ja. Also Nordschleife, ihr seht, 2x5 Runden genau das gleiche. Und dafür werden wir uns in der nächsten Folge den Bugatti Veyron, den wir bereits haben, werksumbauen. Ja, das soll es für diese Folge von mir gewesen sein. Das war das Einzige, was nachkommentiert wurde. Ich sehe euch dann bei der Ausdauermeisterschaft wieder. Drückt mir die Daumen. Ich habe wirklich Respekt vor den Dingen. Ja. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt auch gemacht habe. Ich habe nochmal geguckt. Jo, sind wirklich genau die gleichen Strecken. Deswegen eine Runde eben. Eine und die letzte Runde beim ersten Rennen und alle Runden beim zweiten Rennen. Das heißt, ein komplettes Ausdauerrennen schafft es dann noch ins Let's Play, aber 10 Runden Nordschleife wären noch ein bisschen eintönig, finde ich. Deswegen sollen 7 auch reichen. In diesem Sinne, euch jetzt endgültig noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao!